Meine Damen und Herren, wir haben hier das Hütchenspiel in einer Variante der Karten. Und zwar können Sie diese auch mit Ihrem Logo versehen lassen. In diesem Fall habe ich die Karten von Walter München genommen. Faszination Glücksspiel gibt es immer. Ich erkläre das Spiel kurz. Wir haben vier Karten, zwei schwarze, eine rote. Sie müssen immer nur auf die rote Karte achten. Die rote Karte ist immer die Gewinnerkarte. Witzig ist, dass natürlich hier immer die Gewinnerkarte ist, weil wir haben immer die Karten von Haushaltswerbung weiter in München. So, Sie sehen, euch können Sie natürlich immer Ihren Namen mit in die Moderation einfließen lassen. Außerdem haben natürlich die Zuschauer, die ganz gebannt auf das Spiel kommen, immer Ihre Karten vor Augen. So, ich erkläre Ihnen mal kurz, wie es geht. Ich mische die Karten kurz durch. 1, 2, 3. Wir haben hier drei Karten. Wenn ich die rote Karte hier hin tue, was habe ich auf der Hand? Zwei schwarze. Ganz korrekt. Wir haben hier einmal die rote, dann die schwarze und die dritte schwarze Karte. Ich werde es jetzt kurz 1, 2, 3, 4 mal verschieben. Hätten Sie gut aufgepasst, hätten Sie gesehen, dass die rote Karte hier ist. Ist es aber nicht. Auf der linken Seite ist sie immer in der Mitte. Das hatte ich vergessen zu sagen. Wir versuchen es nochmal mit den Karten von Haushaltswerbung weiter in München. Meine Damen und Herren, wir haben wieder drei Karten rot auf der linken Seite. Wenn ich die rote Karte hier hin tue, was habe ich auf der Hand? Zwei schwarze. Sie haben es schon richtig erkannt. Ich beschummle immer erst zum Schluss. Wir haben hier rot, schwarz und noch einmal die schwarze Karte. Ich mache jetzt zuerst nochmal einen einzigen Austausch. Eins, so. Und jetzt mache ich meinen berühmten Tischmischstrick. Achtung, eins, zwei, drei, so. Der Tischmischstrick, haben Sie gesehen, wo es ist? Sie haben gelernt, immer in der Mitte, gar nicht schlecht, kann ich nur sagen. Allerdings so gut auch wieder nicht, weil manchmal ist sie auch auf der linken Seite. So, kein Problem, wir machen es ein drittes Mal. Ich mache es ein bisschen einfacher für Sie. Und zwar, Sie haben ja nur zwei Augen, ich habe drei Karten. Von daher tue ich einfach mal eine der schwarzen Karten auf die Ecke. Wir haben nur noch zwei Karten, eine rote, eine weiße. Schauen Sie gut hin. Ich werde diese jetzt in der Luft mischen, also ganz ohne doppelten Boden. Und habe nun eins, zwei, dreimal die Karten von Haushaltswerbung weiter vermischt. Wo meinen Sie, ist die rote Karte links oder rechts? Es ist weder links noch ist es rechts. Die Karte ist natürlich manchmal auch auf der linken Seite. Und so können Sie immer wieder Ihre Werbung hier und Ihren Namen positionieren bei einem Spiel, das die Zuschauer in seinen Bann zieht. Und Sie haben immer eine perfekte Platzierung Ihres Namens, Ihres Logos und natürlich Ihres Image, was sich immer wieder weiter in die Köpfe Ihrer Kunden manifestiert.